Hat in diesem Jahr doch etwas länger auf sich warten lassen. Wir hatten auch knackige Wintertage. Doch im Februar, Sie erinnern sich, da hat er schon mal einen kurzen Abstecher zu uns gemacht. Und da war gleich allerhand los im Garten. Sie wuchsen in diesem Jahr fast über Nacht, die Elfenkrokusse. Als hätten sie unter dem Schnee gewartet auf die ersten warmen Tage mit heller Frühlingssonne. Um dann sofort ihre Blüten zu entfalten. Für alle, die sie jetzt brauchen. Und das sind viele nach dem langen Winter. Die Krokusse sind kleine Kraftwerke. Sie können ihre Blüten erwärmen, 3 Grad über Umgebungstemperatur, und so ihren Pollen schneller reifen lassen. Für die Honigbienen sind sie überlebenswichtig, auch wenn sie nur kurz blühen. Die großen Pollenkörner stecken voller Vitamine und Eiweiße. In den großen Teppichen aus Crocus thomasianus summt und brummt es schon im Februar. Dicke Hummelkönigin stärken sich jetzt nach der Winterruhe. Die großen Tiere heizen sich durch Muskelzittern auf und können auch bei kaltem Wetter fliegen. Ihr dicker Pelz schützt sie in den noch eisigen Nächten. Aber auch sie wissen um die Wärme der Krokusblüten und nutzen sie immer wieder für ein kleines Päuschen zwischendurch. Überall im Garten ist plötzlich Betrieb, jeder Farbfleck eine Attraktion. Die Winterlinge locken nicht nur Bienen an, ihre Blüten enthalten becherförmige Nektarblätter. In diesen Kelchen erreichen auch die Fliegen den süßen Saft, trotz ihrer kurzen Rüssel. Gleich daneben ein Zitronenfalter. Er ist der einzige Schmetterling, der es schafft, draußen im Garten zu überwintern. Die blaue Holzbiene, die ja eigentlich aus dem Süden stammt, ist erstaunlicherweise schon im Januar unterwegs. Sie ist so kräftig, dass sie beim Nektarschlecken den gelben Pollen aus den Schneeglöckchen schüttelt und so, ohne großen Aufwand, gleich die nächste Blüte befruchtet. Unter den Vögeln sind es die Spechte, die den Frühling einläuten. Der Grünspecht hämmert schon im Februar an seiner neuen Höhle und markiert sein Revier. Und auch das Rotkehlchen singt jetzt schon. Der Vogel des Jahres. Mit seiner Frühlingsstimme. Leider kehrt dann oft noch mal der Winter zurück. Aber wir können es mit Fassung tragen, denn wir alle wissen jetzt, lange wird er nicht mehr dauern.